Hallo Boys und Girls und willkommen zu einem neuen Part Pokémon Feuerrot Random Nuzlocke Challenge. Wir befinden uns in der Arena von Sabrina und wir fighten hier gerade gegen all ihre Lakaien, um letztendlich auch mit ihr den Kampf aufzunehmen. Du gegen mich, unsere Pokémon sollen kämpfen, schlägt hier schon diese Exorzistin vor. Und diesen Gefallen nehmen wir natürlich an. Pandora heißt sie, cooler Name. Zwirlicht wird in den Kampf geschickt direkt. Mal schauen, was ich da Schlaues gegen machen kann. Vielleicht mit Sinope irgendwas? Vielleicht hier richtig coole Pflanzen-Action? Probieren wir mal Gigasauger aus, auch wenn ich nicht glaube, dass das voll gut ist. Aber wir, wir sind gespannt. Also ich bin zumindest gespannt. Ja, war eigentlich ziemlich bad dafür, dass das nur eine Attacke ist, die 5 AP hat. Aber das macht zum Glück auch nur voll wenig Schaden. Greifen wir mal lieber auf den Gigasauger zurück. Wenn du weiter mit Verfolgung angreifst, habe ich gar keine Bedenken. Verfolgung ist natürlich umso effektiver, wenn man das Pokémon auswechselt, glaube ich. Da ist so eine Attacke, die dann noch trotzdem trifft und auch noch ordentlich Schaden reinballern kann. Also ziemlich gefährlich, wenn man hier Pokémon trainieren möchte. Zum Glück hatte ich nicht Fenrir an der Spitze, denn sonst hätte er vielleicht, das Zeitliche gesegnet. Granbull. Was ist er denn? Ich glaube, er ist vom Typ normal, oder? Weil Fee gibt es ja in dieser Edition noch gar nicht. Ich glaube, seit Pokémon XY ist Granbull dem Feentypen zugehörig. Aber wir spielen hier ja die dritte Generation und nicht die sechste. Deswegen probieren wir es hier mal aus mit Dione. Leider leveltechnisch hat er einen ziemlich großen Vorteil. Probieren wir es trotzdem mal aus mit Fußkick. Vielleicht macht das ja trotzdem halbwegs Damage. Na, weniger als mir lieb ist. Schlecker, die beliebte Drogeriekette wird hier auch, ist hier auch vertreten. Sehr schön. Ja, paralysiert auch das noch. Oh Mann, soll ich drin bleiben oder ist das zu riskant? Fragt man sich natürlich jetzt. Ich probiere es noch einmal mit Karateschlag. Schlecker. Ich sollte auswechseln auf jeden Fall. Karateschlag, macht das mehr Schaden? Nee, gar nicht mal. Okay, ich wechsle aus. Danke für deinen guten Job, Dione. Und wer bringt das jetzt zu Ende? Wer bringt das denn jetzt zu Ende? Wie wär's mit Sykorax? Wie wäre es eigentlich mit Sykorax? Der war ja schon lange nicht mehr hier im Kampf. Das ist einfach nur unsere Fangmaschine gewesen in den letzten paar Folgen. Das kann natürlich nicht so bleiben. Sykorax muss hier auch ein bisschen Kampferfahrung sammeln. Er ist ja gar nicht mal schlecht. Es ist doch eigentlich voll das gute Pokémon hier. Metallklaue! Zeig ihm, wer der Boss ist. Jawohl, Sykorax ist der Boss. Sehr schön. Und Schlupuk wird in den Kampf geschickt. Oh nein, Schlupuk, ausgerechnet Schlupuk. Ich möchte mal... Nein, möchte ich nicht. Ich wollte erst probieren, Schaufler zu benutzen, weil es, glaube ich, sehr effektiv wäre. Aber ich bleibe lieber bei Sykorax. Und ja, benutze weiterhin Metallklaue. Ist ein ziemlich geiler Move, wenn man so sagen kann. Guck, wie viel Schaden das macht. Und Zugabe... Aber gerne bekommst du eine Zugabe. Das war dein Todesurteil hier, mein Freund. Schlumpuk, ey, ne? Zugabe. So ein Blödsinn. Wieso so... dumme Attacke. Ich kann mir kein Szenario ausdenken, wo das sehr effektiv ist. So, Pandora, keine Schnitte. Ich habe nun doch verloren. Ja, traurige Sache. So, hier oben oder unten? Ich glaube, oben müssen wir hin. Jawohl. Und so kommen wir dann immer nach und nach, jeden Raum besuchen wir. Ich müsste Dione mal heilen, nicht? So ein bisschen Heilung würde ihm ja durchaus gut tun. Einen Supertrank kippen wir ihn rein und dann nur noch ein Paraheiler, damit er wieder vollkommen fit ist für den nächsten Einsatz. Paraheiler! Yeah! Sehr schön, Dione wieder vollkommen bei Sinnen und dann kämpfen wir noch hier gegen ihn. Machen dir unsere Psy-Kräfte Angst? Bisher ging es eigentlich. Das Gefährlichste bisher war Krabby, aber auch nur, weil ich da unbedingt mit einem Pokémon kämpfen wollte, was nicht sonderlich stark war bisher. Blanas! Blanas! Der sieht immer so komisch aus mit seiner Nase, die er da so in den Himmel emporragt. Ich sollte auswechseln, aber zu wem? Zu wem wechsle ich am besten gegen Blanas? Der ist ja vom Typ irgendwie Wasserpflanze, oder? So eine ganz weirde Kombination. Ach nee, das war sein Counterpart, dieses komische Seerosenblatt-Pokémon. Das habe ich jetzt verwechselt. Ich glaube, das Ding hier ist pur Pflanze. Ja, dann Hydra. Hydra, komm her. Wir zerpflücken den Typen jetzt. Zerpflücke ihn. Los. Erstmal natürlich bedrohen, ja. Um noch ordentlich... Ach du Kacke, was denn hier gerade passiert? Um ordentlich Angst einzuflößen unseren Kontrahenten hier.
Und dann fliegen wir einfach hoch empor und machen ihn damit kaputt. Das ist doch ein guter Plan, oder? Ich finde, das ist ein super Plan. Folterknecht geht total daneben. So, fliegen, das solltest du eigentlich nicht überleben, mein Freund. Oh yeah, Hydra haut ordentlich rein. Das wahrscheinlich mächtigste Pokémon in meinem Team momentan ist definitiv Hydra. Sehr geil. Und Popos wird in den Kampf geschickt. Ich habe leider keine Feuerattacke. Was ist denn sonst noch gut gegen Stahl? Das müsste man jetzt wissen, ne? Wechseln wir einfach mal. Zu wem aber? Was könnte denn gut gegen Stahl sein? Ich habe absolut keinen Plan. Probieren wir Sykorax aus. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Vielleicht kann Sykorax ja irgendwas reißen, auch wenn ich es irgendwie nicht glaube. Denn Stahl-Pokémon haben grundsätzlich immer eine gute physische Verteidigung. Probieren wir mal Stahl auf Stahl. Denn Eisen wird durch Eisen geschärft oder so, heißt es doch. Oh, guck mal an, das ist gar nicht so schlecht. Gar nicht gut. Was, Finale? Ich dachte, ich hatte immer voll Angst vor Finale. Aber das ist ja voll die Wurstattacke gewesen hier. Warum? Man weiß es nicht, aber gefällt mir. So, und dann bekommt Sinope auch nochmal einen guten Einsatz hier. Also das hat mich ehrlich gesagt erstaunt, wieso Finale nur so wenig Schaden gemacht hat. Vielleicht ist die Stärke von Finale abhängig, wie viel KP man verliert, weil man sich selbst ja damit umbringt. Und der hatte ja nur noch einen KP oder so. Und ja, okay, das könnte logisch so verknüpft sein. Muss ich mal nachlesen im PokeWiki, was genau zu dieser Attacke da steht, wie sich der Schaden berechnet. Aber das ist durchaus eine Theorie, die sinnvoll klingt. So, Megasauger, gegen Azurill solltest du es ja wohl schaffen, Sinope, oder? Azurill, Baby-Pokémon. Mit Slam. Slam Dunk! Und Megasauger, jetzt komm, mach's platt hier. Keine Chance hat dieses Typ, dieses Dings da gegen uns. Hatten wir eigentlich auch Azurill in der Saphir-Challenge? Oder haben wir Meryl oder Azumarill direkt so gefangen? Sailor Moon hieß es ja. Und ich weiß, dass es im Team war bei uns. Aber wie ist es ins Team gekommen? War es Azurill? Meryl oder Azumarill? Das weiß ich nicht. So, Wingull, Wasser, Flug. Oh Mann, der Typ wird leiden. Der wird richtig leiden. Vierfach Schwäche gegen Elektrizität, ja. Das gefällt mir und Nerai natürlich besonders gut. Denn jetzt kann er ordentlich geschockt werden hier. Und der hat keine hohen Überlebenschancen, würde ich vermuten. Der Typ, ne? Keine Schnitte. Sehr effektiv. Vierfach sogar. Sehr gut, Nerai. Und das war Alex. Ich glaube es nicht. Ich habe verloren. Und das trotz deinen übernatürlichen Fähigkeiten, ne? So, dann weiter in der Arena. So langsam müssten wir auch bei hier Dingsens ankommen. Mist, hier waren wir schon. Verdammt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo es lang geht. Okay. Wir waren jetzt in jedem Raum schon. Wir sind wahrscheinlich einmal falsch gelaufen. Wir verfolgen unseren Plan jetzt weiterhin. Wir gehen immer vertikal in den anderen Teleporter, den es gibt im Raum. Und dann kommen wir irgendwann zu Sabrina, hoffe ich. Außer es gibt hier ganz gemeine... Außer diese Regel ist hier nicht anwendbar. Ah, doch ist sie. Krass. Da ist sie, die junge Dame. Hochgelobt wurde sie ja von ihren Untergebenen hier. Oh, alle meine Pokémon sind irgendwie angeschlagen. Das ist nicht so cool. Und ich glaube, es ist auch nicht schlau, Sinope hier gerade ausgerechnet in diesem Kampf an der Spitzenposition zu haben. Wechseln wir das mal aus zu Hydra. Level Limit ist wie gesagt 43 und das gleiche gilt auch für den nächsten Kampf noch gegen Koga. Aber ich glaube nicht, dass wir in diesem Kampf hier irgendwie so viel Schaden, so viel XP bekommen, dass ein Pokémon 3 Level aufsteigt. Aber ich wünschte, ich hätte normale Tränke. Naja, komm, ich benutze zwei Tränke, einen auf Sykorax und einen auf Nerai. Das ist es mir wert. Und dann können wir mal sehen, wie das hier abgeht in diesem Fight hier gegen Sabrina. Hallo. Eine Vision hat mir deine Ankunft vorausgesagt. Ich beherrsche die Psychokinese, seit ich ein Kind war. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese Löffel zu verbiegen wie Uri Geller. Ich verabscheue den Kampf, aber wenn du es wünschst, beweise ich dir meine Kräfte. Wieso bist du dann Arena-Leiterin, wenn du nicht kämpfen willst? Definitive Fehlbesetzung dieser Position, aber gut. Liebe Iskos wird in den Kampf geschickt. Da habe ich schon mal nicht so ultra viel Angst vor, aber man weiß ja nie, was für Attacken sie hier ihrem Libiskus beigebracht hat. Vielleicht so was ganz Gemeines, irgendwie, ja, Psychokinese eben, nicht? Oder Hydropumpe wäre auch blöd. Was machen wir denn da Schlaues gegen? Wie wäre es mit Durchbruch? Einfach mal so, weil wir die Attacke selten gesehen haben in letzter Zeit. Und weil ich nicht glaube, dass Libiskus eine super starke Verteidigung hat.
Bitterkuss, verschläfert mich das oder was macht das? Ach, das verwirrt mich. Das ist ja sehr ekelhaft. Sehr ekelhafte Sache. Machen wir noch Zerschneider. Ja, Hydra. Ich bin ein bisschen traurig, dass Hydra so ein halbwegs VM-Sklave ist von uns. Das geht doch noch daneben! Ich wusste gar nicht, dass das daneben gehen kann. Hydra hat leider 2 von 4 Moves, die ja durch VM erlernt wurden. Das ist nicht so ganz cool. Nämlich Fliegen und Zerschneider. Aber Fliegen ist durchaus eine sehr krasse Attacke. Na gut. So, Libisco ist schon mal weggerotzt. Dragonier. Oh, da weiß ich was Gutes gegen. Da weiß ich was sehr Gutes gegen. Gegen Drachen sind wir eigentlich schon ganz gut gewappnet hier, ne? Mit Eisstrahl so. Grundsätzlich ist eine ziemlich gute Sache gegen Drachen. Würde ich mal vermuten. Dann zeig mal, wie gut der Eisstrahl ist. Ich hoffe, Dragonier ist vom Zweityp nicht Wasser. Denn sonst... Nö, sieht nicht so aus. Das war durchaus ein guter Move. Level 38. Ich dachte, es geht bis 43 hier, ihr stärkstes Pokémon. Natu, können wir direkt drinbleiben, würde ich sagen. Denn Eis ist natürlich auch sehr effektiv auf Flug. Natu passt sogar typtechnisch in diese Arena rein. Es ist eine Psycho-Arena und Natu ist der Psycho-Flug. Zack, aber weg mit ihm. Keine Chance gehabt, dieser Piepmatz. Oder was auch immer man sagen soll. Und dein letztes Pokémon ist Mauzi. Wenn du jetzt nicht Level 43 bist, dann habe ich ein Problem, weil ich dann die Nuzlocke-Regeln gebrochen hätte. Was machen wir? Wir machen Hydra mal in den Kampf und Durchbruch. Haben wir eigentlich 2 Kampfattacken jetzt dabei, ne? Auch mit Dione. Ist ja auch so auf Fighting ausgelegt. So, Mauzi, letztes Pokémon Level 43. Tatsächlich, okay. Ich habe die Nuzlocke-Regel nicht verletzt. Das freut mich. Ich hoffe, das macht ordentlich Schaden jetzt, Durchbruch. Mauzi, Level 43, das stärkste Pokémon dieser Arena, hatte keine Chance. Ich habe jedes Pokémon von dir gewone-hitted, kann das sein? Nee, Libiscus nicht. Ironischerweise ist Libiscus das schwächste Pokémon deines Teams, das am längsten Überlebende hier. Sehr interessant. So, das war's mit Sabrina. Keine Chance gehabt, die Olle. Ich bin erschüttert, aber verloren ist verloren. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht allzu sehr angestrengt. Warum bist du Arena-Leiter? Ich schenke dir den Sumpforden, den eigentlich Koga hätte vergeben sollen, aber naja, Übersetzungsfehler. Und eine Menge Geld. Der Sumpforden lässt Pokémon bis Level 70 deinen Befehlen folgen. Stärkere Pokémon könnten sich dir widersetzen und deine Befehle ignorieren. Achte darauf, dass du deine Pokémon jederzeit unter Kontrolle hast. Warte, nimm noch diese TM von mir. TM Nummer 4 und da drin befindet sich hoffentlich Psychokinese oder so. Theoretisch könnte jeder die Psychokinese erlernen. Viele wissen es nur nicht. Ist das wirklich so? Das muss ich jetzt nochmal nachgucken, denn das interessiert mich sehr. Kann jeder Psychokinese erlernen, weil die Attacke ist ziemlich geil. Die Attacke ist ziemlich geil. Das ist aber Gedankengut und nicht Psychokinese. Willst du mich komplett verarschen? Ich wollte Psychokinese haben. Naja. So, am schnellsten kommt man hier natürlich raus mit dem guten alten Fluchtseil. Oh Mann, das ist ja echt ärgerlich. Ich dachte, sie hätten noch voll hier voll Hoffnung geweckt, dass ich jetzt hier Psychokinese bekomme. Und ich so richtig, yes, Psychokinese. Und dann noch jedes Pokémon kannst lernen. Jawohl. Und dann ist es nur so ein scheiß Move, der voll kacke ist. So, wir fliegen direkt zu Koga und kämpfen jetzt gegen den, denn das können wir ja machen. Fliegen wir. Oh, das wird super. Dann machen wir 2 Arena-Leiter in einem Part. Das wird ein episches Video. Nicht zu viel versprochen, würde ich mal vermuten. 2 Arenen, 2 Orden in einem einzigen Video. Sowas wurde noch nie gesehen auf der Welt, vermute ich. Ich bin gespannt, was Koga in den Kampf schickt. Er hat ja auch Pokémon bis Level 43. Und ich habe Angst. Aber ich weiß nicht, ob die Angst berechtigt ist. Wenn es natürlich jetzt so ein 43 Despotar ist, ja. Dann, gute Nacht, sage ich dann. Aber davon sollte man am besten nicht ausgehen, ne? So, erstmal müssen wir wieder zu ihm hinkommen, diesem Macker da, mit seinen unsichtbaren Wänden hier. Ich hoffe, er nimmt seine Aufgabe als Arena-Leiter ein bisschen ernster als Sabrina. Nicht von wegen, oh, ich will eigentlich gar nicht kämpfen. Oh, ich habe mich gar nicht angestrengt. Denn das ist ja schon ein bisschen lame. Was, wo geht's denn hier lang eigentlich zu dem Typen? Ach, da unten ist der Durchgang, ich sehe ihn. Hier. Hallo, Boy. Ha, 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 ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus. Wie du willst, erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich zerfleische. An meine Schlaf- und Giftattacken sollst du verzweifeln. Ach stimmt, sowas hatte er ja. Hm. Aber hier wahrscheinlich nicht, nicht? Aber er sieht sehr cool aus, finde ich. Leiter Koga. Ja, erklimme ich dann mal die Leiter. Lydia. Den mag ich nicht. Aber das ist mir egal. Wir machen einfach Fliegen. Das ist nämlich sehr effektiv gegen diesen Typ.
Ist er nicht vielleicht sogar Käferkampf? Nee, ich glaube, er ist Käferpsycho oder irgendwie nur Käfer. Naja, Fliegen in jedem Fall sehr effektiv. Dann sollte Ledian schon mal weggeknallt sein. Ich mag Ledibar ehrlich gesagt lieber als Ledian. Fliegen! Juhu! Töte ihn mit einem Attacke. Jawohl, hat gut geklappt. Sehr schön. Good job. Und Level 40, sehr cool. Ich mag das. Wer kommt als nächstes ins Rennen hier? Tornupto, da sollte ich auf jeden Fall wechseln. Und zwar zu Nereid. Obwohl Tornupto, Feuer, auf Eis, könnte brutal enden. Aber ich habe ja Wasser als Zweityp, von daher sollte es eigentlich nicht sehr effektiv treffen, sondern das sollte sich ausgleichen. Aber machen wir einfach mal Surfer und hoffen, dass das reicht und es gar nicht zu dieser problematischen, ja, Szene kommt. Ja, sehr schön, sehr effektiv, ohne Probleme. Sehr geil, Nereid. Und super viele Erfahrungspunkte, wow. Tuska, wer ist denn Tuska? Ist Tuska nicht dieser komische Kaktus? Ich bleib mal drin. Aus der Toskana kommt Tuska, glaube ich. Das ist der Kaktus. Ja, mal Eisstrahl, würde ich mal sagen, ne? Eisstrahl ist sehr effektiv auf Pflanze und der sieht doch sehr nach Pflanze aus, oder? Jawohl. Also bisher jedes Pokémon hier gewone-hittet. Was ist denn das? Und ich hatte voll Schiss hier vor den Arenen. Quaxo. Quaxo. Ich bleibe drin und mache Schockwelle. Das klingt nach einem Plan, oder? Quaxo. Ich glaube, das ist Wasser. Ist immerhin ein Frosch und Frösche gehören doch ins Wasser. So, schauen wir mal, was das bringt hier. Oh, das ist sehr effektiv, macht aber nur verdammt wenig Schaden. Naja, aber wir machen das weiterhin. Wenn es so weitergeht, dann... Ach, der Reflektor ist schuld. Ja, na dann gucken wir mal, wie viel Schaden es jetzt macht, ungehindert. Na, genauso wenig, ey. Erbärmlich. Hypnose ging zum Glück daneben, ansonsten hätten wir nochmal einen Poké-Rap auf die Bühne legen müssen. Hier, ja. Mach mal Schockwelle hier, töte dich mal. Volltreffer jetzt bitte. Volltreffer, komm. Nein. Aber ich wette, jetzt kommt ein unnecessary Crit. Ach, aber vorher werden wir nochmal Zeuge von einem epischen Poké-Rap. Nereid ist eingeschlafen. Zocken wir die Pokéflöte. Die haben wir nicht umsonst dabei. Pokéflöte, wo ist sie? Hier in der Basis-Item-Tasche natürlich. Pokéflöte, da haben wir sie. Pokéflöte. Lashuking, Schmuschas, Austoss, Nidoran. Ich glaube, Nidoran ist immer dabei. Das beste Pokémon ist Nidoran einfach. Vor allem, man weiß ja nicht, ob ich weiblich oder männlich nehme. Eigentlich könnte ich auch Nidoran, Nidoran singen und das sind zwei unterschiedliche Pokémon. Wahnsinn, ne? Du hast dich jetzt nicht ernsthaft geheilt. Oh, dieser Typ hat sich ernsthaft geheilt. Das ist eine blöde Sache. Müssen wir nochmal hier angreifen mit Schockwelle. Oh. Oh, du nervst ja zum Glück gar nicht, ey. Schon wieder Hypnose? Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool, aber die Pokéflöte ist ja zum Glück hier noch direkt aktiviert. Pokéflöte! Nidoran, Nidoran, Nidoking, Nidoqueen. Ungefähr. Aber ein bisschen mehr Abwechslung wäre, glaube ich, nicht schlecht für die echt coolen Poké-Raps, wenn man so gegeneinander battelt. Abgesang, was ist denn das jetzt? Alle betroffenen Pokémon werden in 3 Runden K.O. gehen, dann sollte ich mal wieder auswechseln, oder? Okay, wir gewinnen auf jeden Fall diesen Arena-Orden. Ich frage mich nur, ob ich wechseln darf. Wäre cool. Sinope? Sinope. Nereid, komm zurück. Dann haben wir das Abgesang schon mal ausgekontert. Sehr schön. Alter, Hypnose, wieso trifft das so oft? Das ist doch lächerlich. Lächerlich! Naja, wir tanken das jetzt einfach durch. Auch wenn Sinope nicht der beste Tank ist, von dem man sich vorstellen könnte. Ziemlich zerbrechliches Viech. Okay, ich sollte wechseln, glaube ich. Das war nicht mal sehr effektiv. Wechseln wir mal. Wer kann denn eine Wasserattacke ab? Ja, Nereid. Nereid, komm. Nereid, tank halt durch. Obwohl, Abgesang, ist das jetzt noch aktiv? Naja, sei es drum. Sein Abgesang wird ja definitiv früher enden. Oder tickt das auch im Pokéball weiter? Das wäre sehr gemein, weil dann würde ich jetzt auch sterben. Nereid erhält Erfahrungspunkte. Ich glaube, der Kampf ist gelaufen. Level 41. Auch Sinope und das war's. Koga besiegt. Na sowas, du bist ein würdiger Kämpfer. Ich reiche dir den Seelenorden, den eigentlich Sabrina hätte verteilen sollen. Aber die haben uns die falschen Pakete geschickt, ne? DHL und so. Naja, nun, da du Träger des Seelenordens bist, wird die Abwehr deiner Pokémon steigen. Ferner kannst du Surfer nur noch außerhalb von Kämpfen nutzen und so überhaupt erst zu den Seeschauminseln kommen. Bitte nimm auch dieses Geschenk, TM Nummer 6. Und was ist das? Toxin oder so? Toxin! Es ist eine mehr als 400 Jahre alte Technik.
Ja, danke für diese Trivia-Info. Anstatt zu sagen, was sie macht. Gut, das nächste Mal, wenn wir Pokémon zocken, geht's weiter. Dann besuchen wir die Wasserrouten aus Kanto und schauen mal, wie es dann weitergeht auf den Seeschauminseln. Vielleicht kommen wir sogar bis nach zur Zinnoberinsel. Das wäre ja episch. Bis dann, Leute, und tschüssikowski.